eins meiner Lieblingsprojekte im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, weil 1000 Gärten, 1000 Arten so nah an Ihnen, an uns Gärtnerinnen und Gärtnern dran ist. Ich habe bis Ende Dezember 2023 das Verbundprojekt Wiener West geleitet, wie schon gesagt oder vorgestellt worden ist. Vielen Dank. Ich bin Chemikerin, ich bin Geschäftsführerin der VDI-Gesellschaft für Verfahrenstechnik, Chemie, Ingenieurwesen. Ich leite aber auch den Fachbereich Biodiversität im VDI und ich habe die Projektleitung Wiener West inne. Also bei mir schlagen mehrere Herzen in einer Brust. Und ich möchte Sie heute einfach mitnehmen auf die faszinierende Reise zu den Insekten, in speziell zu den Wildbienen. Und Wildbienen, wenn ich das sagen darf, sind so faszinierend und sind so wichtig für uns alle. Und deswegen freut es mich, dass unsere Umfrage hier schon gezeigt hat, dass Sie schon ganz viel unternehmen und versuchen, das eben auch zu fördern und zu unterstützen. Eine ganz kleine Rekapitulation vielleicht für die, die es nicht wissen. Wildbienen sind die wilden Schwestern der Honigbiene. Und wir haben zu Anfang, und da komme ich auch nachher nochmal drauf, wie früh wir begonnen haben im Verein Deutscher Ingenieure zusammen mit unseren Experten auf das Thema Wildbienenschutz hinzuweisen. Honigbienen haben natürlich auch ihre Probleme mit der Varroamilbe und so weiter, aber die haben ihren Imker und die haben ihren Stock und die sind gut gepflegt und gut geschützt, wenn man alles gut und richtig macht. Die Wildbienen haben niemanden, in Anführungszeichen, leben solitär und sind wirklich ganz auf sich alleine gestellt. Und wir haben in Deutschland eine große Wildbienenvielfalt. Die aktuellen Zahlen von Herrn Scheuchel sind jetzt auf 604 Wildbienenarten gekommen. Aber sie sind eben auch sehr gefährdet, obwohl sie wirklich die wichtigsten Bestäuber sind. Und warum sind sie gefährdet? Weil sie eben keine Habitate haben, weil das Vermehren so schwierig geworden ist und ja, weil sie, wie schon gesagt, solitär leben. Und wenn denn eine gestorben ist, wenn man sie eine getötet hat, dann kann diese eine sich eben nicht mehr vermehren. Und viele haben dann gedacht, oh, jetzt machen wir schöne Insektenhotels. Aber das Unwissen ist bei den Wildbienen eben auch noch sehr verbreitet, weil eben ein Großteil der Wildbienen im Boden nistet, im offenen Boden, in lockerer Erde. Und das muss man einfach auch berücksichtigen, wenn man die Wildbienen schützen will. Und das Schlimme ist wirklich, dass eben die Hälfte der Wildbienenarten wirklich gefährdet ist, weil sie keine Habitate mehr haben. Und jetzt wundern sich alle, was machen jetzt diese Ingenieure? Selbst meinem Direktor musste ich es damals mehr als einmal erklären, was haben jetzt die Ingenieure mit den Wildbienen zu tun? Ne? Also wie kommen wir zueinander, Ingenieure und Naturschutz? Aber wir haben eben schon sehr, sehr lange einen Fachbereich Biodiversität in unserem großen Fachportfolio innerhalb des Vereins Deutsche Ingenieure. Wir haben eben 12 Fachgesellschaften und das geht von Bau- und Gebäudetechnik, Experten der Architektur, natürlich bis zur Chemie. Aber wir haben auch einen Fachbereich Biodiversität in der Gesellschaft Life Sciences und da sind wir eben sehr nah am Naturschutz und eben auch an der Verpflichtung mit dem Risikomanagement von Technologiefolgen. Ich bin schon 2012, als ich die Gesellschaft übernommen habe, als Geschäftsführerin zum Bundesumweltministerium gegangen und habe gesagt, wir müssen etwas für den Schutz der Wildbienen tun. Das habe ich, sage ich mal, forciert, weil meine Experten und Expertinnen, die wir haben im Verein Deutsche Ingenieure, die haben uns darauf aufmerksam gemacht. Aber damals stand das noch gar nicht im Fokus. Und wenn Frau Monow-Lindenau jetzt sagt, dass sozusagen der Herr Böhmermann sich jetzt um den Wildbienenschutz kümmert, dann kann ich nur sagen, ich hätte vor 12 Jahren wirklich große Unterstützung gebraucht. Ich bin Klinkenputzen gegangen, weil ich Projektpartner brauchte, um eben dieses Projekt zu starten. Und für uns ist es wichtig, dass diese Ökosystemdienstleistungen, die die Wildbienen leisten, wirklich diese Bestäuberleistung, dass die eben auch anerkannt ist. Und es hat für uns sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis wir endlich dieses Projekt starten konnten. Und wir sind wirklich Vorbild für viele Nachfolgeprojekte geworden. Es gab danach noch einen Insektencall. Und ich glaube auch eben 1000 Arten, 1000 Gärten ist auf diesen Insektencall gestartet. Und bin sehr froh und dankbar, dass wir da so viel Impulse auch geben konnten. Unser Projekt ist sehr, sehr breit aufgestellt, aber eben auch sehr wissenschaftlich. Verein Deutsche Ingenieure, das sind Ingenieure, das sind Naturwissenschaftler, Physiker, Biologen, Chemiker.
Aber alle sind wir ja auch Privatmenschen und haben eigene Gärten. Deswegen ist es auch Praxis trifft Forschung. Unser Arbeitspaket haben wir mit der Uni Ulm geteilt, weil dort sitzen die Wissenschaftler, die das dann erforscht haben. Für uns ist es wichtig, das stand im Fokus unseres ganzen Projektes, die bestandsschonende Erfassung von Wildbienen. Wie schon gesagt, Wildbienen sind solitär. Wenn ich sie fange, aufspieße, um sie dann im Labor, wo auch immer, im Mikroskop zu untersuchen, dann sind sie tot, dann können sie sich nicht mehr vermehren. Dann habe ich sie zwar gezählt, aber ich habe ihren Bestand reduziert. Und deswegen sind wir auch nicht so gern ganz großen Freunde von dieser Krefelder Studie, auch wenn die Krefelder Studie natürlich in der Presse zu einer großen Aha-Wirkung und zu einem großen Bewusstseinsförderung beigetragen hat. Wir haben auch eine Bestimmungs-App entwickelt, da komme ich nachher nochmal drauf. Wir haben Wildbienenweiden, Nistgelegenheiten etabliert. Und was eben auch ganz wichtig ist, es gibt fast niemanden mehr, der Wildbienen kennt und erkennt. Das heißt, wir haben auch Schulungen durchgeführt, weil wir auch den Nachwuchs eben ausbilden müssen und wollen. Nur was ich kenne, was ich weiß, das kann ich dann auch richtig schützen. Wir im VDI haben dann den Wissenstransfer gemacht, drei Richtlinien, VDI-Richtlinien, das sind unsere Hauptprodukte, Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit und natürlich Evaluierung, da komme ich nachher nochmal drauf. Wir haben an 20 Standorten in Deutschland diese Untersuchungsflächen mit der Uni Ulm aufgebaut und die sind hauptsächlich hier unten so im Bereich Baden-Württemberg angesiedelt. Erstens, weil unsere Projektpartner da sind, auch unser Initiator, der Herr Schwenninger, kommt aus dem Bereich um Stuttgart herum. Aber hier unten ist eben auch diese sogenannte burgundische Pforte, über die im Rahmen der Klimaerwärmung eben sehr einfach Insekten die Alpen vom Süden nach Norden her überqueren können und dann eben auch sich in Deutschland neu ansiedeln können. Deswegen wollten wir genau unbedingt diesen Bereich hier unten auch untersuchen, damit wir auch diese Neubesiedelungen erklären konnten. Und inzwischen ist die Holzbiene, die sonst eben sehr, sehr wärmeliebend ist, die ist sogar in sibirisch-Nordhessen, wo meine Schwiegermutter, und ich glaube, wir haben auch ein paar hier aus dem Auditorium, eben lebt, da ist die Holzbiene inzwischen gut angesiedelt. Wir haben Wildbienenweiden angelegt, Nisthügel etabliert, sehr, sehr große. Ich gebe nachher nochmal Tipps, wie man auch kleinere machen kann. Und wir haben natürlich Vergleiche. Eine Wissenschaftler lebt immer von Vergleichen. Ich kann nicht singulär messen. Deswegen haben wir sehr naturnahes Grünland, also schon, wie gesagt, sehr naturnahe Bereiche, aber eben auch agrartechnische Kleinstrukturen, aber auch explizit unsere Wildbienenweiden haben wir untersucht und dann eben auch verglichen, damit man, wie gesagt, da auch seine Erkenntnisse ableiten kann. Insgesamt haben wir 180 Untersuchungsflächen, das ist eine große Menge und wir haben da viele engagierte Gebietsbearbeiter gehabt, die eben, Sie sehen das hier, bestandsschonend mit den Keschern untersucht haben, dann die untersuchten Insekten, die Wildbienen in solche kleine Bestimmungswürfel überführt haben. Dort werden die dann ein bisschen immobilisiert mit so einem Schaumstoffwürfel und dann kann man sie nämlich untersuchen, ohne dass man sie töten muss. Bei sehr schwierig zu bestimmenden ist eine Tötung immer noch erforderlich, aber wir haben, das war wirklich das große Ziel, eben das versucht, möglichst zu vermeiden. Und wir haben dann dazu eben auch hier eine Richtlinie geschrieben, in der eben dieses ganze Verfahren, auch in welchen Abständen man diese Transekten begehen soll, das haben wir dann standardisiert, weil auch da geht es darum, um Vergleichbarkeit von Messwerten. Diese Untersuchungsflächen haben wir neu angesetzt und Sie sehen hier, wie die sich eben auch im Laufe der Zeit verändern, mit Einjährigen, dann Mehrjährigen, mit Dominanten und dann wiederum nicht so dominanten Grünpflanzen und Blütenpflanzen, wie eben auch die Bodenbeschaffenheit dann eben diese Zusammensetzung auch fördert. Und was eben wichtig ist bei den Untersuchungen, dass wirklich eine hohe Diversität an Wildbienenarten dann auch gefördert werden kann, wenn man eben sozusagen so eine Vielfalt auch an Blüten und pollengebenden Pflanzen bereithält. Wichtige Pollenquellen wurden identifiziert, wichtige Wirtspflanzen für Arten der roten Liste. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir eben auch gerade in diesen 180 Untersuchungsflächen auch viele rote Listearten fördern konnten.
Und wir haben leider auch festgestellt, dass eben viele kommerzielle Samenmischungen nur wenige der wichtigen Nahrungspflanzen enthalten. Und insgesamt gibt es aber leider einfach auch viel zu wenig Anbieter von wirklich regionalem Saatgut. Und Frau Muno-Lindenau hat vorhin schon auch einen Namen, einen wirklich einen Leuchtturm von dieser Saatguthersteller, das ist die Firma Rieger Hoffmann genannt. Und wir würden uns einfach wünschen, wenn es da mehr auch im kommerziellen Bereich gibt. Und hier haben wir euch einfach nochmal so ein bisschen zusammengestellt. Also der Natternkopf, der ist für alle Wildbienen eine große Attraktivität. Senf und Kohl sind im Frühjahr sehr, sehr wichtig. Und Glockenblumen, das sind eben Blütenarten für wirklich spezialisierte Wildbienen. Und das ist eben auch, wenn ich das sagen darf, das Gefährliche oder das Traurige an den Wildbienen. Sie sind so divers, aber sie sind dann wiederum auch doch sehr spezialisiert. Das heißt, wenn dann ihre Blütenpflanze nicht mehr da ist, dann stirbt natürlich dann auch eben die Wildbiene, die sich genau auf diese Blütenpflanze spezialisiert hat. Wir haben große, große Nisthügel angelegt, weil eben 75% der Wildbienen dort auch leben. Sonnige Lagen, Dauerhaftigkeit ist dafür wichtig und eben auch eine gewisse Zusammensetzung, wo man eben, wie gesagt, keine Wildkräuter hat, sondern wirklich diese Fläche frei bleibt. Und für uns ist wichtig, das wissen Sie aber auch, Nisthügel in der Nachbarschaft von Blühstreifen. Hier sehen Sie unsere Exkursionen zu den Wildbienenschulungen. Die bieten wir jetzt nach Ablauf des Projekts leider nicht mehr an, aber wir können da gerne auch auf die Projektpartner im Wildbienenzentrum hinweisen. Wenn Sie da Interesse haben, dann können Sie da gerne sich melden. Hier sind die wissenschaftlichen Ergebnisse zusammengefasst zu den Themen, die wir bearbeitet haben: Nisthügel, Wildbienenweiden, Wirtspflanzen und eben aber auch die Landschaftsformen. Und wie zu erwarten ist, ist alles, was eine Vielfalt bietet, eine diverse Landwirtschaft, ist einfach gut. Nicht nur für die Wildbienen, sondern auch für Säugetiere, für andere Insekten und so weiter. Wir konnten Gott sei Dank zeigen, dass wir wirklich die Wildbienenpopulationen fördern konnten. Wir konnten, wie schon gesagt, 2012 haben wir angefangen, sah sehr schlecht aus, aber wir konnten wirklich die rote Listearten auch fördern. Wir haben identifizieren können, wie sich die Wirtspopulation und das Klima auch auf die Parasiten auswirken. Wildbienen haben eben auch Parasiten. Wir müssen die bodennistenden Wildbienenarten langfristig fördern durch dauerhafte Nisthügel. Die Maat ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Damit kann man die Arten auch fördern. Zweimal im Jahr ist da angesetzt. Und wie gesagt, über die Key Plants, diese Nahrungspflanzen, habe ich schon gesprochen. Das haben wir alles in unseren VDI-Richtlinien. Das sind aber Richtlinien, die wirklich für Experten eher ausgelegt sind, zusammengefasst. Die sind jetzt am Ende des Projektes oder über die Projektlaufzeit hinaus jetzt veröffentlicht worden. Da wird all das nochmal festgeschrieben, was dort dann eben auch in den wissenschaftlichen Ergebnissen der Uni Ulm zusammengetragen worden ist. So sieht das aus. Wir veröffentlichen das im, sage ich mal, doppelt, einmal als sogenannter Gründruck. Dann kann man Einsprüche machen und erheben und Korrekturen anbringen. Und danach wird das finale Dokument übersetzt, damit es aber auch eben auch international Verwendung finden kann. Und das ist sozusagen bei uns im VDI die allgemeine Arbeitsweise, die dann auch der Qualitätssicherung dient. Wir haben eine Homepage, die wird auch dieses Jahr auch über dem Projektende hinaus noch bestehen bleiben, www.bienabest.de. Da finden Sie vieles über unser Projekt, aktuelle News, Infos zu den Richtlinien, aber eben auch Wildbienenwissen und interessante Links und Downloads, natürlich auch hier zu 1000 Arten, 1000 Gärten. Eine sehr dauerhafte Seite ist unsere Richtlinienseite, weil Richtlinien gibt es schon seit über 100 Jahren und wird es die nächsten 100 Jahre hoffentlich auch noch geben. Dort kann man die Richtlinien bestellen. Dort haben wir aber auch Zusatzmaterial zum Download, zum kostenfreien Download abgelegt. Das können Sie gerne nachschauen. Für uns war es eine sehr, sehr große Ehre. 6 Jahre haben wir das Projekt durchgeführt und 2021 hat uns dann die damalige Umweltministerin Schulze besucht. Das war, wie gesagt, eine große Ehre, weil es war mitten in Corona. Sie sehen hier noch die Masken und es war, ja, wie gesagt, einer der wenigen Ministerkontakte, die der VDI, der sonst viel mit den Ministerien arbeitet, hatte während der Corona-Zeit. Und was für uns besonders wichtig ist, wir im Verein Deutsche Ingenieure
haben eine ganz große Zielgruppe, die geht wirklich von den Kindern, denen wir gerne Technik näher bringen, bis zu den Rentnern, die am Ende ihres Ingenieurlebens dem VDI immer noch verbunden sind. Und gerade für die Kinder haben wir ein kleines Magazin erstellt, 2021 Wildbienen. Das sind hier die Comicfiguren von den beiden Ulmer Kolleginnen. Und das ist kostenlos im Download verfügbar. Da müssen Sie nicht VDI-Mitglied sein. Sie müssen einfach hier auf diese Clubseite gehen. Da sind unten, müssen Sie runterscrollen. Da kann man das kostenlos downloaden. Und das ist sehr, sehr nett. Und das ist für uns eben auch sehr wichtig, dass wir eben das Wissen über die Wildbienen schon bei den Kindern einfach verbreiten. Und das Wissen zu den Wildbienen, diese Faszination, die möchten wir eben mit vielen Menschen teilen. Und Frau Muno Lindenau hat gesagt, wir haben eine App entwickelt, mit der man einfach Wildbienen, sag ich mal, bestimmen kann. Einfach ist relativ. Es ist eben keine einfache App, mit der ich wie eine Blume fotografieren kann und dann wird mir das genannt. Dazu sind die Wildbienen wirklich zu vielfältig. 604 Stück haben wir. Manche sind sich sehr, sehr ähnlich. Und es ist auch so, wir haben absichtlich keine KI hier angewandt. Das kann die KI noch gar nicht. Und wir wollten es auch nicht, weil wir wollen wirklich den Respekt für die Natur einfach fördern. Wir möchten hier gucken. Man soll aufmerksam sein. Man soll die Natur beobachten. Und aktuell gibt es eine App über 100 Arten. Und die 300 Arten, die sind in Vorbereitung. Hier steht noch 23. Ich glaube, die kommt jetzt demnächst raus. Hier sind die kostenlosen Download-Links. Das ist eine App für Apple und Android. Und das ist, wie gesagt, unser Wiener Best-Team. Das sind die Ulmer Professor Ayasse. Hans Schwenninger hat wirklich mit Leidenschaft sein ganzes Leben den Wildbienen gewidmet und hat dieses Projekt initiiert. Und das hier sind ja die Studierenden oder dann auch Habilitantinnen von Professor Ayasse. Das ist mein Team mit den Studierenden auch aus dem VDI. Und vielen Dank auch eben an unsere Förderer, ohne die wir dieses Projekt nicht hätten durchführen können. Und wie schon gesagt, mir hätte es gut gefallen, wenn wir 2012 schon viel mehr Aufmerksamkeit für die Wildbienen hätten haben können. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Ritt geben, was Sie wirklich machen können. Aber Sie machen schon alles richtig, wie jetzt gerade eben schon ja die Umfrage gemacht haben. Alles, was blüht, ist gut für Insekten. Und wenn Sie dann Kräuter anpflanzen, blühende Kräuter, dann ist es nicht nur gut für die Insekten, sondern auch für Sie selber. Salbei-Bohnenkraut und so weiter, kann man alles essen, würzt und ist auch gesund, fördert die Verdauung. Eine Wildblumenwiese im Garten und ist es noch so klein, mein Mann war ein großer Rasenfanatiker, er findet jetzt meine Wildblumenwiese, die kontinuierlich gewachsen ist, wunderbar, weil sie blüht das ganze Jahr. Und wir haben hier Sandboden, da ist es optimal, nährstoffarmer Boden und zweimalige Maat, das ist optimal. Aber für den Lehmboden finden Sie auch Ihre Wildblumenwiese. Wichtig ist eben, dass man früh- und spätblühende Pflanzen kombiniert, dass wir das ganze Jahr ein Nahrungsangebot haben. Und wie schon gesagt, und das ist eben das Besondere auch bei 1000 Arten, 1000 Gärten, dass wir heimische Pflanzen haben und natürlich ungefüllte Blüten, weil dann ist eben mit Pollen und Nektar das Angebot optimal. Der Privatgarten braucht keine Pestizide, also gönnen Sie Ihren Marienkäfer die Blattlaus oder zerreiben Sie die Blattlaus mit dem Finger. Pestizide braucht man nicht. Ganz spannende Themen haben wir hier beim BUND und bei 1000 Gärten. 1000 Arten geben wirklich viele Tipps. Und ganz besonders möchte ich eben auf diese wildbodenbrütenden Arten hinweisen. Da gibt es hier beim BUND Lemgo eine interessante Kräuterspirale-Anleitung, ein Sandarium. Oder eben hier, wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen hier aus der Schweiz. Es gibt ja ein tolles E-Book von Wildbee. Das ist sehr, sehr gut zu lesen. Und ich habe vorhin ein bisschen Kritik geübt an den Kindergärten, die eben also ihre Insektenhotels machen. Natürlich haben wir auch hohlraumbrütende Wildbienen, auch die kann man schützen. Aber da muss man eben darauf aufpassen, dass eben keine giftigen Farben, keine Holzschutzmittel, also auch keine, wie soll ich sagen, rauen Oberflächen oder angebrochenen Bambusstängel. Insekten haben feine Flügel, das sollte man nicht vergessen. Und wenn die verletzt werden, dann ist natürlich, hat man vielleicht Nisthilfen angeboten, aber
Mit dem Fliegen ist es dann nicht mehr so gut. Und auch hier kein Pestizid, kein Düngereinsatz. Aber man muss eben auch aufpassen, ne? Verunreinigung, Katzenkot, Staunässe. Und auch hier haben wir, wie gesagt, dann eben nochmal da auch, ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Das ist hier für die Erdnester nochmal. Das kann ich nachher nochmal korrigieren, wenn ich Ihnen die Folien zur Verfügung stelle. Hier sehen Sie einfach ein paar Informationen, Ideen, Anregungen. Einer unserer Kolleginnen, der Sebastian Hopfenmüller, hat dazu auch ein Buch geschrieben, Wildbienenfreundliche Projekte, Balkonterrasse, der kleinste Raum bietet Möglichkeiten. Und wie gesagt, hier unsere App, da kann man hier nochmal sehen, man lernt hier über den Körperbau, man kann sich sortieren, ne, über die Größe, über die, den ist es behaart oder ist es nicht behaart, ist es wie auch immer schmal, breit, dick. Und man hat viele, viele Informationen über die App, die man hier dann lernen kann. Dankbar sind wir, sehr, sehr dankbar sind wir dem Peter Mallen, der mit seiner Firma Sunbird Images diese App programmiert hat und der mit dem NABU jetzt auch aktuell dieses NABU-Vogelbuch herausgebracht hat. Jetzt gehen wir von den Insekten zu den Vögeln, aber wenn Sie Insekten fördern, fördern Sie instantan auch die Vogelwelt. Und ich weiß, dass das NABU-Vogelbuch dem Peter Mallen wirklich sehr, sehr am Herzen gelegen hat. Noch einen anderen Lesetipp möchte ich einfach auch geben, auch über, sag ich mal, Deutschland hinaus. Dave Goulson ist wirklich ein ganz spannender Autor. Ich habe dieses Buch zu Weihnachten bekommen, Die seltensten Bienen der Welt. Und da sieht man eben auch, wie viel auch durch Gedankenlosigkeit, durch falsch verstandene, weiß ich nicht, Aktionismus, man leider auch wirklich auch in entlegenen Orten der Welt leider dann eben auch dort die Biodiversität zerstören kann, wie zum Beispiel unsere gute, schöne Erdhummel wirklich in den Anden dort leider auch eine, sag ich mal, eine Bedrohung geworden ist für die dort einheimische Hummelwelt. Und ja, da muss man nochmal so ein bisschen nachdenken und alles, was man tut, hat schlussendlich eine Konsequenz. Und da möchte ich einfach mit diesem Buchtipps möchte ich enden und mich nochmal bedanken für den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von 1000 Gärten, 1000 Arten. Ein ganz, ganz tolles Projekt. Vielen, vielen Dank.